Herzlich willkommen zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen, hier aus der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen. Heute haben wir einen sportlichen Gast, der eigentlich auch in die Rubrik reinpasst, was macht denn eigentlich? Aber er ist noch so aktiv, das wäre eigentlich nicht richtig. Herzlich willkommen, Vincenzo Marchese, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, was macht denn eigentlich? Sie waren Fußballprofi. Genau, ich war Fußballprofi, die meiste Zeit eigentlich bei den Stuttgarter Kickers mit einem kleinen Intermezzo beim SSV Ulm. Und nach meiner Stuttgarter Kickers Zeit bin ich dann noch in die spanische dritte Liga zu Atlético Baleares. Das war auf Mallorca? Auf Mallorca, genau. Ja, ja. Stuttgarter Kickers, da blutet ja so manchem hier in der Region das Herz, weil der Verein ja nicht mehr ganz so an der Stelle steht, wo er sich selber gerne sehen würde. Wie beurteilen Sie die Situation dort? Ja, absolut. Also die Kickers gehören definitiv nicht in die Oberliga, da wo sie gerade spielen. Aber ich bin guter Dinge, dass der Verein da mit dem Trainer, mit Ramon German und mit Lutz Siebrecht, da zwei Top-Leute da im Verein hat, die das, wieder in die richtige Bahn lenken können. Und es herrscht Ruhe im Verein und es passt eigentlich alles wieder. Und deswegen denke ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis man da aus der Oberliga rauskommt. Ja, das wäre zu wünschen. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als Stuttgart zwei Bundesliga-Vereine hatte, also zwei Erstliga-Vereine. Haben Sie noch Kontakt zu den Kickers? Also wie intensiv ist das noch nach so einer aktiven Zeit? Ja klar, ich habe zu dem einen oder anderen Spieler noch Kontakt, ja, gerade zum Lutz Siebrecht, der sportliche Leiter, oder auch die Geschäftsstellenmitarbeiter zum Geschäftsführer. Also Kontakt ist noch da und der war eigentlich immer da. Ja. Ich war zwar als Spieler weg, aber trotzdem als Fan bleibe ich dem Verein erhalten. Fan ist ein gutes Stichwort. Bevor wir nochmal auf Ihre Vereine kommen, die Fußball-Europameisterschaft liegt ja nicht so lange zurück. Da waren Sie, glaube ich, hier in der Region der größte Fan für die italienische Mannschaft, oder? Ja, ich habe mich gefreut, weil ich weiß natürlich, wie in Italien das Ganze angekommen ist. Ja, vor 2,5 Jahren hat man sich nicht für die WM qualifiziert. Ja, und dann kommt ein neuer Trainer mit Roberto Mancini, der an seinem ersten Interview sagt, ich versuche jetzt eine Mannschaft zu formen, die in der Lage ist, die EM zu gewinnen. Ja, und dann hat jeder gedacht, oh, was reden der? Ja, aber im Endeffekt hat er es hingekriegt. Und ich sag mal so, Italien verfügt jetzt nicht über so große Stars, ja, aber das Team hat so viel geleistet und stand bei jedem Spiel so eng zusammen, auch mit den Fans. Es war auch teilweise sehr viel Ruhe, auch von der Presse. Ja. Und das bringt natürlich noch den Schwung. Ich kann mich noch erinnern, 2014, Deutschland in Brasilien, die haben diesen Schwung, ja, diese Euphorie aus Deutschland mitbekommen, durch Videobotschaften, durch Familienangehörige. Ja. Und so war es jetzt bei den Italienern auch. Ja. Jetzt ist er nicht mal gereizt, auch noch als aktiver Spieler in Italien zu spielen? Ja, hat mich schon gereizt. Ja. Ich hatte auch einmal die Möglichkeit, dort zu spielen. Allerdings hatte ich damals den Kickers schon zugesagt gehabt. Und damals ist es dann nicht zustande gekommen. Mhm. Aber Sie haben ja auch sehr erfolgreich gespielt. SSV Ulm ist natürlich auch ein Verein, den man bestens kennt. Ebenfalls schon sehr hoch gespielt und sehr erfolgreich. Und Sie haben auch im DFB-Pokal gespielt. Richtig. Also ich war damals bei den Stuttgarter Kickers und war noch ein Jungprofi, sagen wir mal. Und der damalige Trainer Robin Dutt hat mir ganz klar gesagt, Enzo, du darfst gerne hier bleiben, ich würde dich gerne in meinem Kader haben, aber die Chancen, dass du spielst, sind gering, weil einfach die Mannschaft im Mittelfeld gut besetzt war. Und dann, dann kam halt der Anruf von Markus Sorg, der mich damals auch bei den Kickers hatte. Der Markus Sorg ist dann nach Ulm gegangen und hat mich dann nach Ulm gelotst. Hatte ich drei wundervolle Jahre dort. Wir haben uns dann auch qualifiziert, beziehungsweise diesen Aufstieg in die neue Regionalliga damals. Und deswegen bleibt auch Ulm sehr positiv in meiner Erinnerung. Und DFB-Pokal, wo haben Sie da gespielt? Gab es da ein ganz großes Stadion, wo Sie gespielt haben? Ja, DFB-Pokal natürlich das Highlight mit den Kickers gegen Borussia Dortmund, wo wir 1-4 verlieren, wo aber meiner Meinung nach nicht das das Ergebnis widerspiegelt. Der Spielverlauf, wir waren sehr stark an dem Tag. Wir haben echt alles aufs Parkett gezaubert, was wir drauf haben.
Und ja, die Dortmunder haben uns da ein bisschen nicht ernst genommen, aber im Nachhinein muss man sagen, ja, die Cleverness und die Torausbeute von Dortmund war natürlich dann effizient und dann haben sie uns aus dem Pokal gehauen. Tja, das waren jetzt die Erinnerungen. Wir kommen jetzt gleich aber auf die aktuelle Zeit, weil Vincenzo Marchese, meine Damen und Herren, hat mit Fußball längst nicht abgehakt. Im Gegenteil, er startet jetzt an der Seitenlinie durch. Wo und wie, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zum Stadtgespräch heute mit Vincenzo Marchese. Er war Fußballprofi. Da haben wir gerade schon ausführlich drüber gesprochen, aber Sie sind im Fußball immer noch intensiv verbunden. Sie sind jetzt Trainer, und zwar Trainer in Böblingen in der Landesliga. Wie kam es dazu? Warum sind Sie nicht Spielertrainer geworden? Warum trainieren Sie Böblingen? Ja, der Kontakt kam eigentlich durch einen Freund, Thomas Hahn, der sportliche Leiter. Der hat mich damals angerufen, ob das für mich möglich wäre, den damaligen Trainer Thomas Siegmund zu unterstützen als Co-Trainer. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Ich habe gesagt, komm, 6 Monate, die Rückrunde unterstütze ich euch. Und dann kam leider Corona. Ja, und dann hat der Cheftrainer auch dem Verein mitgeteilt, dass er nicht weitermachen will. Und dann kam das eine zum anderen. Dann haben sie mich gefragt, ob ich es machen möchte. Dann habe ich es mir ein paar Tage überlegt und dann bin ich zu dem Trainerposten gekommen. Warum nicht Spielertrainer? Ja, weil ich erst mal gesagt habe, komm, jetzt lasse ich die Jungen ein bisschen kicken. Ich bin auch schon ein bisschen ins Alter gekommen. Ich merke es heute schon noch, wenn ich ab und zu mal mit den Jungs mittrainiere, dann ist es schön, ja, während im Training ist schön, aber der Tag danach ist nicht so prickelnd. Ja, da muss man sich dann sehr regenerieren, und ich nehme nicht an, dass Sie so eine Eistonne bei sich im Garten stehen haben. Nein, also die Eistonne war während meiner Profilaufbahn wirklich ein sehr guter Freund von mir. Ich war einer der wenigen Spieler, die da auch freiwillig rein sind. Aber nein, ich habe keine Eistonne da. Aber es sind andere Probleme. Ja. Ich habe so ein bisschen im Rücken und muskulär. Ja, man ist einfach nicht im Saft und deswegen die spielerische Karriere erstmal beiseite geschoben. Zahn der Zeit nagt halt immer ein bisschen. Aber jetzt, wenn Sie mit den jungen Spielern auf dem Platz stehen und Sie können ja am Ball nahezu alles, nehme ich an, immer noch zeigen. Schauen die dann auf zu Ihnen und sagen, Enzo, zeig mir mal was. Wie sind die Botschaften, die Sie den Spielern geben? Was können Sie ihnen noch mitgeben aus Ihrer Profizeit? Ja, ich sag mal so, also ich arbeite ja sehr viel mit jungen Spielern zusammen. Und das Ziel ist ganz klar, die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Aber jeden einzelnen Spieler auch. Ja, wir haben eine gute Mischung zwischen jung und alt. Wir haben mit Böblingen, wir sind den Weg eingegangen oder wir haben den Weg eingeschlagen, dass wir mehr auf Jugend setzen. Wir haben jetzt letztes Jahr 4 aus der Jugend geholt, dieses Jahr auch nochmal eine Handvoll dazu gekommen. Ja. Und da gilt es einfach, die Spieler gleich zu entwickeln und dass sie auch gleich Fuß fassen in der Landesliga, weil es ist schon ein Sprung zwischen Jugendfußball und Herrenfußball. Ja, und das ist halt meine Aufgabe. Ich versuche, den Spielern alles mitzugeben. Und bis jetzt klappt es gut, es funktioniert und die Spieler sind lernwillig. Jetzt haben Sie ja in der Vorbereitung, ist Ihnen das passiert, was in Böblingen niemand passieren darf. Sie haben gegen Sindelfingen 3-0 verloren, also 0-3. Wie haben Sie das weggesteckt? Da wackelt doch gleich Ihr Stuhl, oder? Nein, nein, also ich denke nicht. Also ich habe nichts gespürt, dass der Stuhl wackelt. Aber klar, Sindelfingen spielt eine Liga höher als Böblingen. Und die waren einfach länger im Saft. Ja, die haben 2 Wochen oder 2,5 Wochen mehr Vorsprung. Sie waren körperlich ein bisschen und läuferisch vielleicht überlegen, aber wenn die Saison losgeht und wir würden das Spiel nochmal spielen, wird es vielleicht anders ausgehen. Ja, die Saison beginnt ja jetzt. Sie haben gleich ein Derby mit Holzgerlingen zum ersten Spiel. Das ist ja das Reizvolle, glaube ich, an der Landesliga. Es sind kurze Wege und viele Derbys. Ja, die Landesliga Staffel 3 bietet natürlich viele Derbys hier im Böblinger Raum, aber auch die weiteren Fahrten Richtung Schwarzwald oder sogar Richtung Bodensee runter. Aber wir haben hier natürlich im Kreis Böblingen Derbys drin, wie gegen Meichingen, Gärtringen, Holzgerlingen, Ehningen. Ja. Gute Mannschaften, da nehme ich auch Nagold mit rein. Ja. Mhm. Gute Mannschaften, die auch alle aufgerüstet haben. Und ja, ich freue mich natürlich auf diese Derbys. Jetzt arbeiten Sie ja mit der Mannschaft ungefähr 3-mal die Woche, nehme ich an, plus Wochenende. Genau. Das ist ja schon wieder ein Halbprofi-Job, oder? Ja, Halbprofi kann man nicht sagen. Wir trainieren ja immer abends. Unter Vollprofi-Bedingungen hatten wir meistens Vormittags- und Nachmittagstraining. Aber wir trainieren abends immer
und weil die Jungs arbeiten alle und deswegen ergibt sich das gut und natürlich Samstag, Sonntag finden dann die Punktspiele statt. Wo soll die Reise hingehen? Wo sehen Sie Böblingen in ein paar Jahren? Also mittelfristig hat der Verein ebenfalls nichts in der Landesliga zu tun, schon allein wegen der Stadt und der Infrastruktur. Aber wir wollen und müssen kleine Brötchen backen. Wir wissen, dass wir letztes Jahr einen Umbruch hatten. Wir haben diesen Weg eingeschlagen, auf die Jugend zu setzen und den verfolgen wir. Und wir haben jetzt keinen Druck, da gleich aufzusteigen. Aber mittelfristig ist das Ziel schon, Böblingen aus der Landesliga rauszuholen. Was natürlich dann sicher auch gut wäre, weil man dann so eine gewisse Sogwirkung auf die guten Spieler der anderen Vereine hat, weil die natürlich auch gerne immer weiter oben spielen wollen. Genau. Dass die Jugendspieler auch, wenn sie rausgehen, nicht den Verein verlassen, sondern auch gewillt sind, bei der SV Böblingen zu bleiben. Ja, und umgekehrt andere aber auch sich anschließen, weil sie halt gerne weiter oben spielen wollen. Genau, und die Top-Talente dann aus der Region dann an Böblingen binden. Genau. Verfolgen Sie im Profifußball noch mit der Leidenschaft wie früher? Gibt es da einen Lieblingsverein oder gucken Sie halt an, was kommt und ansonsten? Absolut. Also ich verfolge, da ich Italiener bin, verfolge ich die italienische Liga sehr, sehr stark. Ja, aber auch die Bundesliga oder in Spanien. Ich habe 2 Jahre in Spanien gelebt und ich verfolge auch den spanischen Fußball. Lieblingsverein, ich bin halt Fan von Juventus Turin, ja. Aber trotzdem gibt es natürlich auch von mir Kritik. Ja. Ich bin jetzt kein Fan, Fanatiker, sondern man muss ehrlich sein. Letztes Jahr haben sie einfach die Meisterschaft nicht verdient unter Andrea Pirlo. Aber kein Beinbruch, die anderen können auch kicken und warum nicht dieses Jahr nochmal nachlegen. Wunderbar, ein herrliches Schlusswort. Vielen Dank, Vincenzo Marchese. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Verein und in Ihrer Arbeit. Meine Damen und Herren, das war das Stadtgespräch Böblingen für heute. Bleiben Sie dran, wir haben noch schöne Sendungen für Sie.